Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zu Das sind die Messeneuheiten 2020, auch wenn keine Messe stattgefunden hat. Das soll hier jetzt um Mysterium Park aus dem Hause Libellud oder Asmodee im Deutschen gehen. Ein Spiel für 2 bis 6 Spieler, das ungefähr eine halbe Stunde dauert und voll kooperativ funktioniert. Spoiler-Alarm, wenn ihr Mysterium schon kennt, dann kennt ihr Mysterium Park auch schon. Ihr könnt aber hinterher noch was anderes spielen. Also das ist einfach Mysterium, aber es geht viel, viel schneller. Für alle, die es nicht kennen, erkläre ich kurz A, worum es geht und B, wie man das spielt. Das Thema des Ganzen ist, dass hier eben so ein Jahrmarkt, der Mysterium Park. Gruselig, unheimlich, jemand hat den Schachtel umgedreht. Der Mysterium Park bei uns in der Stadt ist. Ja, das ist ein klassischer Zirkus mit Clowns und Cannonballs und Zauberern und whatnot. Und im Umfeld dieses Zirkus ist jemand zu Tode gekommen und das bin ich, der Geist. Ich bin ermordet worden und es gibt jetzt hier eine Gruppe von Spiritisten, das sind meine bis zu 5 Mitspielenden. Gelb, lila, rot, blau, weiß. Ja, also es gibt für bis zu 6 Spielerinnen Rollen, also 5 Spiritisten, Spiritistinnen und mich als Geist. Und ich versuche denen jetzt mittels geisterhafter, bildartiger Gedankeneingaben zu vermitteln, wer mich umgebracht hat. Denn deren Ziel ist es, diesen Mordfall aufzuklären. Und die sind aber nicht wie Sherlock Holmes unterwegs und sagen, Logik. Sondern die haben ein Ouija-Brett dabei und weiß ich nicht, reden irgendwie auf andere Arten mit den Geistern. Also sind spiritistisch angehauchte Ermittler, die herausfinden wollen, wer hier umgebracht worden ist. Mechanisch funktioniert das folgendermaßen. Wir spielen insgesamt über 3 Phasen. Phase 1 ist hier jetzt aufgebaut. Hier sind 9 Tatverdächtige auf dem Tableau abgelegt worden. Und da werden immer 9 Tatverdächtige abgelegt. Insgesamt gibt es 20 im Spiel. Also da ist immer wieder für Varianz gesorgt. Und egal wie viele Spielende teilnehmen, da liegen immer 9 Karten aus. Ich als Geist ziehe hier so eine Visionskarte und ich ziehe 2 weitere, die lege ich für die späteren Phasen beiseite. Und die gibt mir gewisse Hinweise. Da solltet ihr so farbige Kleckse sehen. Das sind eben die Karten, auf die ich hindeuten soll für die verschiedenen Spieler oder SpielerInnen. Die sollen eben erraten, welcher der Tatverdächtigen zu ihnen gehört. Zudem haben wir hier so ein Sondersymbol, das ist der Zeuge, da komme ich auch gleich zu. Und damit ist der Spielaufbau schon erledigt. Hier 9 Verdächtige, ich ziehe die erste Karte, weiß somit, wem welche Karte zugeordnet ist. Dann ziehe ich 7 Handkarten und mit diesen Handkarten, die Bilder zeigen, das kennt ihr eben aus Mysterium oder aus Dixit oder aus Detective Club, das sind einfach Bildkarten mit sehr, sehr vielen verschiedenen Informationen drauf oder eben sehr verwunschenen Bildern drauf. Und mittels dieser Karten möchte ich jetzt meinen Mitspielenden mitteilen, welche Karte zu ihrer Spielfigur, zu ihrer Farbe gehört. Das habe ich hier mal 2 ausgewählt. Diese Dame hier und dann haben wir hier so Streichhölzer und eine Kerze. Kommen wir kurz mal vor. Können Sie das noch ein bisschen besser sehen? Also das sind ganz zauberhafte, sehr verschnörkelte, verwunschene Bilder, die auf den Karten zu sehen sind, wie man das aus Dixit kennt. Und die würde ich jetzt zum Beispiel der Spielerin Lila hinlegen. Und die gesamte Gruppe kann jetzt darüber diskutieren, was ich damit meinen könnte. Das Vordergründigste ist natürlich, ne, wir haben Streichhölzer, haben eine Kerze, die brennt, also irgendwie Feuer als Thema. Hier ist eine Frau abgebildet. Was für ein Zufall, hier liegt eine Dame, die anscheinend mit Feuer zu tun hat. Das wird wohl die Dame sein, die sich aus der Kanone herausschießen lässt, also die menschliche Kanonenkugel, wie man sie aus dem US-Zirkus kennt. Und die SpielerInnen einigen sich mal drauf, zu behaupten, das sei die Karte für die lila Spielerin. Ich ziehe dann Karten nach und so gebe ich allen Mitspielenden nach und nach Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist komplett egal, wie viele ich denen gebe. Um ihnen Hinweise zu geben auf ihre
ihren zugeordneten Täter. Jetzt backen wir mal. Zack. Die Rot dahin, weil, weiß ich nicht, Rot hat hier unsere Hinweise bekommen und hat die halt entsprechend interpretiert. Wenn alle Mitspielenden, falls ihr euch fragt übrigens, was das ist, diese großen Farbscheiben, das ist der Haber-Marker. Ne? Wie bei den Kinderspielen von Haber bekommt jede spielende Person so ein Farbding zugeordnet. Mit dem kann ich mir merken, welche Spielfarbe ich spiele. So, jetzt haben alle fünf Mitspielenden hier einen Verdächtigen ausgewählt. Und seien wir ehrlich, das ist der Mörder, oder? Ja, wer bestimmte Filme kennt, weiß, dass ohnehin alles andere egal ist. Das muss der Mörder sein. Hat jetzt jede mitspielende Person ausgewählt, wo sie steht. Und dann kommen wir jetzt in die Phase, in der ich als Geist Ihnen mitteile, ob Sie richtig oder falsch liegen. Da gibt es zuerst was Wichtiges. Das ist dieses Zeugenplättchen, Zeugensymbol, das ich euch zu Beginn mitgeteilt habe. Wenn eine mitspielende Person sich auf das Feld gesetzt hat, auf dem mein Zeugensymbol ist, dann lege ich dort den Zeugenmarker hin. Und damit wissen jetzt alle, aha, erstens, das ist nicht die Verdächtige der roten Spielerin. Und zweitens darf sowohl sie als auch alle anderen sich umpositionieren, wenn sie das denn möchten. Ne? Wieder können sie natürlich sich die Karten anschauen, darüber diskutieren, ob und wie sie sich umpositionieren möchten. Sind jetzt dann final alle gesettelt, dann fange ich an, den Leuten mitzuteilen, ob sie richtig oder falsch liegen. Also in diesem Fall läge die rote Spielerin richtig, nimmt sich die verdächtigen Karte zu sich. Blau liegt falsch, sorry, ich habe heute kein Foto für dich. Weiß ebenso, die einzige, die hier sonst noch richtig liegt, war die lila Spielerin, die jetzt eben auch diese Karte an sich nimmt. Und wir gehen in die zweite Runde. Hier ist ein Rundenanzeiger. Es sollten innerhalb der ersten paar Runden alle ihren Tatverdächtigen oder ihre Tatverdächtige ermittelt haben. Denn nachdem Tatverdächtige ermittelt wurden, jede Spielerin so eine Personenkarte hat, spielen wir Phase 2. Da tausche ich dann die übrigen Verdächtigen und alle weiteren Plätze auf diesem Board aus durch Räume oder Orte, also das sind dann potenzielle Tatorte. Schmeiß die Karte hier ab, ziehe davon die zweite und die teilt mir jetzt eben mit, welchem Spieler, welcher Spielerin ich welchen Tatort mitzuteilen habe. Und auch das sind Bilder randvoll mit Details. Also da ist jetzt, ne, wir haben verschiedene Innenräume, wir haben verschiedene Außenräume, wir haben verschiedene Räume, in denen Tiere auftauchen. Das Licht kann immer mal eine Rolle spielen und. Also das ist sehr, man kann sich da auf alle möglichen Dinge kaprizieren. Sollten wir das jetzt schaffen, innerhalb von 6 Runden, dass alle Mitspielenden eine Tatverdächtige, einen Tatverdächtigen und einen potenziellen Tatort ermittelt haben, kommen dann auch diese Tatorte weg. Haben wir es nicht bis zum Ende von Runde 6 geschafft, dann haben wir jetzt das Spiel verloren, aber jetzt tun wir mal so, als hätten wir es geschafft. Dann nehme ich mir wiederum aus allen ermittelten Tatverdächtigen und Tatorten, nehme ich mir die Karten alle und mische sie zusammen. Ziehe von denen dann insgesamt 3, pack da Tatverdächtige hin, pack da Tatorte hin, also eben aus den Ermittelten und entfernen wiederum die Karte, deckt eine neue Karte auf und da ist jetzt dann diese Farbpunkte, die sind egal, in den Ecken, da sind römische Ziffern und die sind jetzt für mich als Geist relevant. Jetzt habe ich hier römisch 1 gezogen, das heißt, ich weiß, diese Kombination hier, die junge Dame in dem lila Kleid, hat mich ermordet an dem Theaterbühne, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt dann der tatsächliche Tathergang. Und jetzt gibt es eine letzte Runde, in der ich Karten austeile, in der dann die Spiritisten versuchen müssen, anhand meiner Bildkarten, die ich ihnen zur Verfügung stelle, den tatsächlichen Tathergang zu ermitteln. Tippt dann die Mehrheit auf den richtigen Tathergang, in dem Fall Tathergang 1, dann haben wir alle gemeinsam mit mir als Geist das Spiel gewonnen.
tippen die falsch, dann haben wir das Spiel verloren. Genau, das war mechanisch schon komplett Mysterium Park. Es gibt noch eins zu erwähnen, es gibt hier drei so Tickets, die Jahrmarkts-Eintrittstickets, die darf ich als Geist jederzeit abwerfen, um beliebig viele Handkarten abzuwerfen und wieder auf 7 Handkarten aufzufüllen. Für den Fall, dass meine Karten mir nicht passen oder ich das Gefühl habe, dass ich mit den Karten, die ich zur Verfügung habe, nicht die Informationen vermitteln kann, die ich gerne vermitteln würde. Genau, ne? Also wer von euch Mysterium kennt, hat das jetzt wiedererkannt. Es ist schlicht und ergreifend ein Mysterium. Aber es entfällt eben dieser wahnsinnig aufwendige Aufbau und diese super aufwendige Erklärung. Also wir bringen das sehr oft hier auf den Tisch, wenn Gäste Mysterium spielen. Und ich sag mal, der Aufbau, der dauert 15 bis 20 Minuten und die Regelerklärung, obwohl eigentlich die Mechaniken ja simpel sind, ist auch unter einer halben Stunde nicht zu wuppen, bis alle das Spiel verstanden haben. Und diese Hürde, diese Einstiegshürde, die umgeht Mysterium Park ganz wunderbar, indem man eben, habt ihr jetzt gesehen, die Regeln sehr schnell erklären kann und der Spielaufbau sich eben nur über diese drei Karten regelt, für Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und da sind haufenweise Karten, keine Ahnung wie viele es sind, 70, 80 Karten sind das, also da ist auch nicht die Gefahr, dass man jetzt irgendwie 5 Partien an einem Abend spielt und sich das irgendwie repetitiv anfühlt, sondern das ändert sich ständig. Ne? Auch die Visionskarten, das ist ein sehr, sehr dicker Stapel, sodass man da immer wieder neue Varianz drin hat. Wir finden es als Ersatz für Mysterium sehr gelungen, weil wir selber tatsächlich sehr gerne Mysterium spielen, aber häufig das Problem ist, dass wir nicht die Zeit für Mysterium haben und mit dem Titel Mysterium Park ist genau das Problem umschifft. Das können wir einfach wirklich schnell auspacken, auf den Tisch bringen, losspielen und sind maximal 40 Minuten beschäftigt. Das finden wir tatsächlich ganz hervorragend. Es nimmt eigentlich nichts weg von dem Spielgefühl von Mysterium und somit würden wir allen unter euch, die diese Spielidee lieben, also ich sag mal Dixit plus ein Spiel, das sehr ans Herz legen, sich das mal näher anzugucken, weil das eben bedeutet, dass man Mysterium oder eben in dem Fall Mysterium Park sehr viel häufiger auf dem Tisch sehen kann, als das üblicherweise der Fall ist. Was gefällt uns grundsätzlich an dieser Spielidee? Was wir so toll finden, ist die Art der Kommunikation, die stattfindet in der Gruppe. Wenn ich immer mit derselben Gruppe spiele, dann schleifen sich da natürlich bestimmte Vorlieben oder standardisierte Vorgehensweisen ein. Aber sobald wir einen Spieler, eine Spielerin austauschen und jemand anderes mitspielt, findet die Kommunikation wieder gänzlich anders statt. Ne? Ich hatte ja eben zu Beginn hier dieses Beispiel gemacht mit, das ist eine Frau und da ist Feuer zu sehen, also deute ich wohl auf die Dame mit dem Schießpulver hin. Andere Spielende sehen halt hier eine Karte, die sehr violett ist, sehen hier eine Karte, die eine sehr düstere Stimmung hervorruft, ja, unabhängig davon, was bildlich dargestellt ist und interpretieren sie dementsprechend anders. Also man kann auf die Farben gehen, man kann auf Gegenständliches auf den Karten gehen, auf die Stimmung der Bilder, wie wirkt es auf mich, wie wirkt es auf uns. Und da ist auch jeder Geistspieler, jede Geistspielerin anders. Und das, auf eine Art geht es darum, dass die Gruppe sich zusammenfindet, wie sie Bilder interpretiert. Und das fanden wir beim Mysterium schon toll und beim Mysterium Park eben tatsächlich einfach nochmal toller. Genau, das Mysterium Park aus dem Hause Libellud. Sind es Franzosen? Weiß ich gar nicht. Also Libellud. Keine Ahnung. Mysterium Park von Asmodee im Deutschen erschienen für 2 bis 6 Spieler. Ungefähr 30 Minuten dauert eine Partie. Auf der Schachtel steht 28 Minuten und ich nehme an, Eingeweihte wissen warum. Und genau, wenn euch diese Videos gefallen, sagt uns das unten in den Kommentaren. Was euch nicht dran gefällt, schreibt uns auch das hier unter den Tisch in die Kommentare rein. Lasst uns ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis dahin, wie immer, viel Spaß mit Spielen und auf bald!